Willkommen zurück, meine Pokémon-Ex, zu einer weiteren Part von Pokémon Epic Ethereal Gates. Dieses Spiel ist einfach nur... Oh, ich könnte ab... Na gut, lassen wir das. Wir sind auf jeden Fall jetzt hier zurück und irgendwie kommen wir gerade... Ja, genau, jetzt passt. Ich konnte mich gerade nicht bewegen. Sind auf Route 4 hängen geblieben, die sehr, sehr lange anscheinend scheint, so wie es mir schon ein paar Trainer gesagt haben. Hab mir unten dieses eine Item geholt, was wir im letzten Part gesehen haben. War jetzt nur ein Feuerheil, also nichts, nothing special. Und Golem ist ein Level aufgestiegen, hat aber nichts Neues gelernt, also ist jetzt Level 14. Wir nehmen jetzt ein bisschen trainiert. Cool Trainer Lou. Okay. Der hat einen Full Groove. Nicht so toll, also wenn ich eine Gesteinsattacke hätte, schon. Jetzt so ist es jetzt nicht so. Ist nicht so. Nee. Ja gut. Mach ich's anders. Pokémon wechseln. Da kommt gleich Deathdoll zum Einsatz. Momentan mein MVP. Sehr, sehr stark. Bin gespannt, ob es noch eine Weiterentwicklung hat oder ob es so ein Art Single-Pokémon ist, ebenfalls wie Rotom. Und Geistfee ist natürlich eine mega, mega geile Combo, das steht wohl außer Frage. Also wegen Feuertypen ist es nicht sehr effektiv. Also nicht bedacht. Machen wir Draining Kiss, zieht vielleicht ein bisschen mehr ab. Ja, unwesentlich. Na, bleiben wir jetzt einfach drauf. Kann eh mit Draining Kiss kann ich sowieso meine KP wieder ein bisschen regenerieren. Das passt schon so. Oder? Ich hätte gedacht, ich krieg die KP zurück. So steht's doch im Effekt drin, oder? Muss ich mal nachschauen. Ich glaube, ich habe da was falsch verstanden anscheinend. Ist egal, Deathdoll gewinnt auf jeden Fall den Kampf. Zwar wieder ein bisschen Mühe und Not, allerdings ist es ausgegangen. Noch ein Full Groove, okay, jetzt muss ich handeln. Setze ich Simba ein. Komm, Kiffs. Nein, nicht Golem. Na, wobei doch Golem bekomme ich wieder EP, das passt eigentlich. Das soll mir eigentlich ganz recht sein. Könnte ich sogar besiegen. Na, wobei Level 16 ist schon hart. Doch dazu wurde mein physischer Angriff jetzt vermindert, das kann ich jetzt komplett vergessen. KFC oder Simba? Na komm, Simba darf auch wieder mal kämpfen hier. Hat jetzt in den letzten Parts eh nicht so viel zu tun gehabt. Deswegen schau mal, dass er halbwegs ein paar Mal EP abkriegt. Das ist die Frage. Machen wir Flame Charge, Rock Smash. Hier hat er ein paar Angebote, aber ich glaube, Rock Smash ist sogar sehr effektiv. Na doch nicht. Ist nur Feuer. Okay. Also ich glaube, das ist Normalfeuer, aber jetzt habe ich wenigstens die Verteidigung gesenkt. Also ich ziehe mir jetzt dann eigentlich eh noch mehr ab. Ja, wobei ein Flame Charge geht schlecht. Ich mache jetzt einfach Donnerschock. Zieht, glaube ich, ganz gut ab. Oh, sogar sehr gut mit Critical Hit. Nice. Die Glut, die ist jetzt natürlich useless. Da kannst du machen, was du willst. Nice. Golem bekommt EP. Simba auch und ist jetzt fast Level 18. Trotzdem mit seinem Supertrank hier. Auf Deathdoll einsetzen, damit die gute auch wieder mal halbwegs kämpfen kann. Geht's einfach rauf zum Surfen. Irgendwann ein Item. Ist hier unten was Spezielles? Den kann ich nicht irgendwie wegtun. Ich rieche wirklich ein verstecktes Item hier in der Gegend. Ah, wieder das abgeschnittene, der abgeschnittene Dax ist wieder da. Timeless. Bekämpfen wir auch, weil wir haben ja sehr effektive Attacke drauf. Das passt ja eigentlich. Kommt mit der EP. Ich schätze mal Level 15 wie Golem. Eine Steinattacke, denn sonst wird es langsam wirklich ein bisschen ja, zäh. Aber ich bin einfach mal so optimistisch. Gut, das war ich bei KFC auch, da ich dachte, dass sich über 16 entwickelt. Jetzt ist das 4 auf 19. Und hat immer noch nicht die Panier von seinen Flügel runterbekommen. Also ja, schauen wir mal. Es ist zäh. Er hat einfach so wegen Angriff, dieses Golem. So, einen Absorber noch und dann bekommen wieder ein paar gute EP-Chen dazu. Werde jetzt allerdings, glaube ich, einen Schutz einsetzen. Das Wasser-Pokémon weiß ich auch noch nicht, ob ich es mir ins Team hole. Muss ich mal jetzt einfach schauen. So, auf jeden Fall hier, das ist Daimless besiegt. Okay, jetzt haben wir einen Schutz raus. Super Repeal, use. Dankeschön.
Ist hier ein Item? Ja. Oh, KP Plus, schön zum Verkaufen. Nice. Okay, dann hat sich der Weg wenigstens gelohnt. Ah, herrlich. Okay, anscheinend setzt die Käfer-Pokémon ein, diese Käfersammlerin. Henrietta. Hochakun. Okay, dieses Weiterentwicklung von Word war. Gut, da bin ich mit Golem jetzt natürlich bei weitem nicht gut irgendwie drauf. Jetzt wisst ihr was? Ich gebe KFC bis Level 20 noch die Chance, sich zu entwickeln. Ansonsten hat es ausgeschissen. Zumindest erstmal für die Demo, weil es ist eh 20 und dann ist es wahrscheinlich sowieso auf dem Level, das man braucht, um in die zweite Arena irgendwie halbwegs was zu reißen. Ach Gott, das ist so. Wenigstens kann ich hier mal durchrushen mit Aircutter. Oh, sogar sehr effektiv und sogar One-Hit. Wer hätte das gedacht? Ein Polby. Mache ich es jetzt auf die billige Art und Weise und wechselt immer wieder aus, mit Golem auch noch ein paar IP bekommt. Vielleicht hat er auch zwei Entwicklungsstufen, entwickelt sich auch 15, 16, irgend sowas. Wäre schon nicht so schlecht. Level 13. So. Wie viele IP fehlen eigentlich KFC noch auf 20? Schon noch ein bisschen was, oder? Weiß es gerade gar nicht. Ja, um Gottes Willen. Das wird noch ein gutes Stück dauern jetzt. Allerdings ist vielleicht die Aircutter sogar auch hier ein One-Hit. Mal schauen. Nein, nicht mal, nicht ganz. Jetzt kommt Leech Life. Das ist scheiße. Leech Life ist aber, glaube ich, nicht Absorber, oder? Ist es Absorber? Ich habe keinen Plan. Ja, wurscht. Ich will die wichtigen EP jetzt bekommen. Golem ist Level 15, bitte. Lern doch. Rollout, ja, danke schön. Das genügt mir schon. Rollout ist Walzer und das ist richtig geil. Crowd Survival, Tackle. Block ist, glaube ich, gar nicht mal so blöd. Crowd Survival ist, ja, na, tue ich weg. Brauch kein Mensch. Zu geringe Trefferquote. Einfach. Wenn es 85 hätte, würde ich es mir einreden lassen, nicht 65. Setzt ein Moston ein. Gut, die Geschichte kennen wir bereits. Gut, da bleibt KFC gar mal drauf. Das passt schon so. Das kann ja noch kein Walzer. Und mit Cutter mache ich, denke ich mal, halbwegs Schaden. Oder? Na gut, geht's. Vielleicht mal ein Critical Hit wäre nicht schlecht. Ich will jetzt diese scheiß KFC endlich zur Entwicklung bringen. Komme, was da wolle. Okay, noch genug KP. Das heißt, ich glaube, ich würde auch einen Critical Hit gut wegstecken, der natürlich jetzt bei mir nicht kommt. Jetzt kommt der Absorber. Ja gut, das ist. Der ist geschenkt. Der ist wirklich geschenkt. Ja, Quick Attack, komm. Das muss. Ja, wobei, ob das nicht ein Fehler war. Ja gut, es geht sich aus. 204. Megonna. Das ist ein Megonna. Magonna, Entschuldigung. Ah, diese Variante von Sektik, die Art Entwicklung. Ja gut, die nehme ich mit. One-Hit wird es keiner werden, eine Hälfte sollte. Oh, doch, ein One-Hit. 216. Gut, da fehlt gar nicht mehr so viel für KFC auf dem nächsten Levelaufstieg. Dun, 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 dun. Dun, dun. Habt ihr das gesehen? Der hat mich schon gesehen, bevor ich nicht mal. Okay, Wayne. Das Rufzeichen kam, bevor ich überhaupt in seine Blickrichtung gelaufen bin. Okay, er sagt gerade, er hat ein Pokémon-Team mit verschiedenen Typen. Also, er kann gar nicht verlieren. Da bin ich mal gespannt. Oh, Mac. Ein Magnat. Wie geil sieht das denn aus? Sehr, sehr viele neue Pokémon bekommen wir jetzt hier zu sehen. Ich meine, klar, es gibt über 200 Stück. Also so viele hat es in einem eigenständigen Spiel noch nie gegeben. So viele neue. Von dem ja richtig krass. Problem ist, glaube ich, dass ich sowohl mit Rollout als auch mit Absorber nicht so viele gute Chancen habe. Ich gehe mal von Stahl aus. Vielleicht Psycho noch dazu. Ich gehe da auf jeden Fall auf Nummer sicher und gehe auf Simba. Das bekommt dann nämlich auch mal Level 18 hier dann an den Stissel. Was bekomme ich von dir? Vice Grip, okay. Oh, das tut sogar halbwegs weh. Also, der hat anscheinend guten physischen Angriff.
Der Flame Charge ist sehr effektiv, also es wird wahrscheinlich ein Stahltyp sein, ziemlich sicher sogar. Und Level 18 für Simba, sehr gut. Und wir setzen Squeaker ein. Ja gut, komm, da darf KFC wieder drauf fahren. Schwör's dir, wenn du dich auf Level 20 entwickelst, dann komm ich in dein Spiel rein, reiß dich in alle Einzelteile und hau dich in, ich schwör's dir, ich hau dich ins Frittierfett rein. Ins Frittierfett rein in den 5 Kilo Kübel und dann wirst du einfach nur gemütlich von mir verspeist. Hast du das gehört? Also entwickel dich. Ich sehe innerlich schon, wie sie sich gerade richtig in die Hosen scheißt. Oh fuck, lass mich bitte entwickeln. Level 20, ach komm bitte, Capes, du mir einfach den Gefallen an. Oh, Suzumi. Das ist dieses eine Teil. Gut, da kommt Death Doll. Gott. Level 15, oh, das wird ein ausgeglichener Kampf. Raining Kiss. Zieht jetzt, oh, zieht doch viel ab. Oh, Donnerwelle. Das sehe ich nicht gerne. Donnerwelle ist Gift, im wahrsten Sinne nicht. Es wäre Vergiftung, wäre Gift. Kennt euch aus. Aber Suzumi wird trotzdem richtig schön geplättet hier. Was machst du die ganze Zeit mit Twyla? Was soll das? Was Heuler ist jetzt wurscht, aber trotzdem, wir haben jetzt genug. So. Ja, genug EP jetzt bekommen für Death Doll. Jetzt entwickelst du dich bitteschön. Alles klar, ich rufe schon mal bei diversen Fastfood-Ketten an. Ich hoffe, du kennst dich aus. Na, KFC jetzt endgültig bei mir verschissen. Also es hat wirklich nur eine Entwicklungsstufe, so wie zum Beispiel Schwalbini zu Schwalbos entwickelt sich, glaube ich, auf 22? Irgend sowas? Oder 26? Ich habe jetzt gerade den auswendig nicht im Kopf. Allerdings habe ich die Schnauze voll jetzt von KFC trainieren und jetzt bin ich gerade durch den Wanderer durchgegangen. Ich lebe halt ziemlich auf der Pelle. Und die Route ist tatsächlich sehr, sehr groß. Zwei Pokémon. Hat ein Moston. What a surprise. Den habe ich auch. So, deswegen werde ich gleich mal auf Death Doll gehen. Ich werde da gleich mal ein bisschen mittrainiert. Okay, benutzt du Harden? Das macht mir jetzt nicht so viel aus. Fairy Wind. Dürfte halbwegs was abziehen, oder? Ja gut, ist halt schon tanky das Vieh, das ist auch irgendwo klar. Ja, Absorber. Meine Güte. Ja gut. Zwei müssten dann genügen eigentlich. Er reicht doch bald ein Level. Aber Fehlgeist ist ein richtig geiler Typ. Oh, fast ist es down. Jetzt benutzt es nochmal Harden, du Scheißvieh. Ja, also ein Fairy Wind müsste trotzdem ausreichen. So sieht's doch aus. Golem bekommt EP, Death Doll auch. Bekommt ein Odot. Odot, das war vorher sowas Wassermäßiges. Ja komm, da kommt jetzt schon noch Golem rein, weil der braucht die EP auch. Go Golem. Go Golem. Go Golem. Dieses Odot, das will ich mir glaube ich auch fangen. Ich habe so das Gefühl, das könnte in Zukunft so, also bei den nächsten Entwicklungsstadien doch ziemlich stark werden. Oh Gott, ich ziehe fast gar nichts ab. Dieses Teil hält so viel aus. Das ist. Warte mal, hat das dafür einen geringen physischen Verteidigungswert? Da war doch vorher was. Ich benutze mal Rollout hier. Was tue ich denn? Ja, zieht schon mehr ab und beim nächsten Rollout bist du schon Geschichte. Also man merke, Spezialverteidigung. Hui. Verteidigung. Gut, somit wurde auch das jetzt relativ easy gewonnen. Jetzt haben wir hier noch ein Item. Super Repeal kann man immer wieder brauchen. Okay. Jetzt bin ich hier, jetzt muss ich hier wieder hoch. Okay, hier kann ich runter wenigstens, ohne dass ich Gefahr laufe hier von Pokémon hier. Alter, wie groß ist denn der Weg? Ah, scheiße, ich wollte gar nicht mehr reinlaufen. Okay, die Route ist anscheinend wirklich sehr, sehr groß und sehr, sehr lang. Das mögen doch die Frauen, hä? Ihr wisst, was ich meine.
so obszöne Sätze mal beiseite gelegt. Jetzt haben wir hier wieder einen Fugroove und das... Okay, Wasserflasche umgefallen. Wayne, hofft, das hat jetzt keiner mitbekommen. Werde jetzt hier Rollout einsetzen, weil jetzt haben wir ja eine sehr effektive Attacke gegen dieses Fugroove und dementsprechend... Oh, fuck. Okay, es hat aber auch gegen mich eine sehr effektive Attacke. Jetzt benutze es... Okay, Roller ist jetzt nicht so schlimm, weil... Walze wird sowieso immer wieder stärker. Deswegen ist es auch jetzt dem... Jetzt steigt nochmal sein Angriff, aber das ist jetzt... Ja. Selber schuld. Viele P, aber es reicht wieder nicht ganz. Aber ein Albaloo, oh, das ist auch sehr, sehr effektiv. Das dürfte sogar ein One-Hit werden. Wenn es Level 15 ist, allerdings hat Golem jetzt schon so zugelegt, wobei Wing Attack... Ah, gut. Wir sind eh tanky. Und das ist das Geile am Walzer. Einmal richtig schön aufgeladen ist es fast nicht mehr zu bändigen. Sehr gut. Langsam kommt Golem auch so ein bisschen in einen Fluss rein. So, schauen wir mal, was... Okay, hier kann ich zum Item. Hier ist auch ein Item. Da komme ich auch nochmal einen rein hier. Super Potion. Okay, hier scheint es fast zu Ende zu sein, rechts unten. Ich habe eh Schutz, also ich habe mir das Item auch noch rein. Okay, Super Ball. Nice. Steckt das Item irgendwo? Diese Flächen sollte man immer genauer untersuchen. Ich gehe jetzt mal... Okay, hier geht es auch nochmal runter. Ey, wie groß ist denn die Route? Ah, Ewigstein. Okay. Sehr, sehr viele Items, die wir hier bekommen. Allerdings wurde hier oben das noch nicht ganz erkundet. Was ist hier oben noch so los? Gibt es noch was? Oh, hier ist ein Haus. Hier ist ein Haus. Das werden wir uns jetzt mal gleich mal anschauen. Außer hier ist noch irgendwo... Ich muss doch noch irgendwo was sein. Komm, geht's doch zu. Mit irgendwo habt ihr es noch versteckt. Nein, momentan nicht. Das wäre useless. Oh, hier geht's auch noch mal weiter. Naja, wobei weitergehen ist jetzt relativ. Ihr seht selbst, da ist eigentlich nichts mehr. Trainer-Tipps. Any Pokémon that takes part in battle, however briefly, gains EXP. Gut, das wissen wir auch schon. The mountains terrain, it's beautiful. I wish I lived in northern Lenica, where the real mountains are. Okay, anscheinend gibt es im Norden von Lenica sehr, sehr viele Berge. Hier haben wir bis jetzt nur irgendwo Wälder und ein bisschen Strand gesehen. Oh, hier ist dieses eine Stahl aus dem... Geil. Harry, I'm a mechanic. I make a living fixing things. If there's ever a time you think you need something to be fixed, come find me. Your Pokémon seem kind of tired. I can fix that. Jetzt habe ich, hätte ich geglaubt, du musst zu den Typen gehen und dann nach der Demo das Update zu machen. Macken. Ja, Macken habe ich auch viele. Ach Gott. Zu machen, meine Güte. Come find me anytime you think of something that need fixing. Okay. Ich wollte gerade sagen, eben vielleicht muss man genau zu ihm hin, wenn dann das Originalspiel rauskommt, du willst von Demo dann auf Original umspringen. Da musst du zu ihm hingehen und ein Update machen. So. Das wäre irgendwie eine witzige Geschichte. Ich habe jetzt keinen Schutz eingesetzt, allerdings bin ich gerade ziemlich gut durchgekommen durch diesen Schlamassel. Oh, wir sind... Was ist das jetzt hier? Geht es ja nochmal in den nördlichen Teil von Evercat Forest? Wer zumindest, oh, up ahead is Evercat City, the bustling town full of lumberjacks. Oh, also voller Holzfäller. It sure is a lively town considering it was built within the forest. Ah, eine Stadt, die im Evercat Forest gebaut wurde. Wie geil ist das denn? Da schauen wir gleich mal rein. Alter, ist das richtig nice. Wie mit dieser... Also die Geige in einem Pokémon-Spiel, das ist absolut Gold wert. Einfach die Idee, einfach eine Stadt in den Wald zu bauen und das einfach so geil aussehen zu lassen, das hat schon was für sich. It's amazing how this town was built around the trees instead of just knocking them down. Ja, das ist allerdings wahr. I have a lot of respect for the civil engineers responsible for this beautiful city. Na gut, dann bevor wir den Part beenden, schauen wir uns noch ein bisschen um.
All of my Pokémon love me so much. Ja, schön für dich. Interessiert mich nur nicht. Ich will nur Geld, Moneten, Items, was auch immer. Kleine Videofrage. Habt ihr früher in der Kindheit auch immer Items statt Items gesagt? Ich ja. My granddaughter is very in tune with her Pokémon. They take to her so well. Auch innen, wie hier der Baum einfach wieder nicht gefällt wurde, sondern das Haus wurde um die Bäume gebaut. Das ist einfach, die Idee ist super. Dieses Spiel ist absolut Gold wert. So, ist jetzt übrigens schon Part 11, glaube ich. Ich nehme jetzt seit Part 5 durchgehend auf und dementsprechend, so, ich glaube, so eine lange Aufnahmesession hatte ich noch nie. Also, dass ich 6-7 Parts auf einmal aufgenommen habe. Einmal, glaube ich, das war bei Donkey Kong auf meinem Hauptkanal damals. Allerdings sonst, glaube ich nicht. Oh, wir haben Erholung bekommen. Dankeschön. Praktisch. Wir haben Erholung bekommen. Erholung ist wirklich nicht schlecht. Okay, gut. Der Typ sagt uns jetzt eh nichts mehr Gescheites. Wir haben jetzt uns erstmal geheilt. Und jetzt wieder raus in die City, in die Natur. Da kann man wenigstens beides sagen. Auch hier, die Bäume. Die Häuser wurden einfach um die Bäume rumgebaut. Die Idee ist einfach so genial. Both my husband and my daughter are in the Oh. Der Mann und die Tochter, beide in der Top 4. Not bad. One could say the Pokémon training runs in the family. You seem like a strong trainer. Maybe one day you will meet them. Okay. Also eine Vater-Tochter-Gespann hier in der Top 4. Oh. Excuse me, you like a strong young kid. Could you possibly help me out? Of course you can. Please come with me. Okay, habe ja so nichts gesagt, aber egal. Oh, hier ist sogar ein Item. We're cutting some trees earlier, as we lumberjacks tend to do, and one of these trees we cut fell right down in front of the entrance to the forest. Oh, okay. Usually we have a machine to move the trees, but it's certainly out of service. I hope it's not too much to ask you to, but could you get the missing machine part we need from the mechanic who lives down on Route 4? Oh, nicht. You will, thank you. So, ja, komm halt die Fresse, jetzt kann ich mal zurückgehen. Ein Superball, ja, danke schön. Ja, gut. Hätte ich mal gesagt, okay, ist die Arena im Übrigen. Ja, lassen wir erstmal das für diesen Part sein. Im nächsten Part werden wir dann dieses maschinelle Teil holen und gehen dann in die Pokémon-Arena. Und das könnte dann vielleicht schon im nächsten Part, der letzte Part für Pokémon Ethereal Gate sein. Ich will es gar nicht aussprechen, weil dieses Spiel eine absolute Granate ist und ach, ist es herrlich. Na gut. Lieber der Freude im letzten Part hingegen als irgendwie über Trauer. Bringt ja auch nichts. Deswegen würde ich mich freuen, wenn ihr mich weiterhin mit einem Daumen nach oben bei diesem Projekt unterstützen würdet. Kommentar, Feedback ist natürlich wie immer sehr, sehr erwünscht. Und wir sehen uns dann im nächsten und vielleicht schon letzten Part vorerst von Pokémon Ethereal Gates. Bis dann.